Die Klimawende wird, da sind sich Experten einig, kaum ohne Wasserstoff zu schaffen sein. Dabei fungiert Wasserstoff nicht nur als zukünftiger Treibstoff für die Luft- und Schifffahrtindustrie, sondern auch als Grundlage für E-Fuels, mit denen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor klimaneutral gemacht werden sollen. In der Industrie stellt Wasserstoff ein wichtiges Instrument zur Erreichung der Klimaneutralität dar und ist in einigen Bereichen praktisch unverzichtbar. Wird er als sogenannter grüner Wasserstoff unter Verwendung von erneuerbarer Energie erzeugt, ist er gänzlich klimaneutral. Aber auch bei der Stromerzeugung könnte Wasserstoff künftig eine wichtige Rolle spielen. Wien Energie, Rhein Energie, Siemens und Verbund erproben aktuell in einem gemeinsamen Betriebsversuch erstmals die Beimischung von Wasserstoff in einer Gasturbine im Kraftwerk Donaustadt. Der Wasserstoff wird dort dem normalerweise eingesetzten Energieträger Erdgas beigemischt. An einzelnen Tagen wurden dem Erdgas bereits 15% Wasserstoff hinzugefügt. Künftig soll dieser Anteil auch im Regelbetrieb üblich sein. In Zukunft steht ein noch höherer Wasserstoffanteil von rund 30% auf dem Plan. Rund 10 Millionen Euro investierten die Projektpartner in den Betriebsversuch. Der Klima- und Energiefonds förderte das Projekt mit rund 2,6 Millionen Euro. Wien Energie-Geschäftsführer Karl Gruber ist davon überzeugt, dass Wasserstoff in nicht allzu ferner Zukunft einen wichtigen Beitrag bei der Energieversorgung der Wiener Haushalte leisten wird. Wir ersetzen 15% dieses Erdgases durch erneuerbaren Wasserstoff und produzieren damit erneuerbare Energie in einem Gaskraftwerk. Wir haben noch zwei solcher Anlagen hier in Wien, die man umstellen kann. Das, was wir hier machen, ist der erste Schritt auf einem Weg, die Strom- und Wärmeversorgung auch im Winter, wenn es kalt ist, wenn es dunkel ist, wenn kein Wind geht, wenn keine Sonne scheint, mit erneuerbarer Energie bewerkstelligen zu können. Wir haben sehr gute Ergebnisse. Wir haben die 15% bereits im Betriebsversuch erreicht. Und jetzt müssen wir schauen, dass alle technischen Rahmenbedingungen noch getestet werden, sodass uns der Anlagenhersteller, die Firma Siemens, das Zertifikat ausstellen kann, dass wir dauerhaft damit fahren können. Da müssen wir nur noch ausreichend erneuerbaren Wasserstoff nach Wien bringen. Mit diesem Wasserstoffversuch nimmt Wien Energie eine Vorreiterrolle ein. Die damit gemachten Erfahrungen könnten jedoch über die Landesgrenzen hinaus wertvoll sein. Von dem im Kraftwerk Donaustadt eingesetzten Gasturbinenmodell sind allein in Europa über 115 Anlagen im Einsatz, weltweit sogar über 360. Zum Start des Projektes im Juli wurden vorerst nur 5% Wasserstoff beigemischt, ehe man sich schrittweise auf 15% steigerte. Ganz ohne Umrüstung der Turbine war der Versuch nicht möglich. Neue Turbinenschaufeln, ein neues Verbrennungssystem und ein neues Kontrollsystem mussten installiert werden. Bei einem erfolgreichen Abschluss des Betriebsversuchs kann die Zertifizierung der Turbine für einen regulären Betrieb mit Wasserstoffbeimischung bereits Anfang kommenden Jahres erfolgen. In Zukunft müssen jedoch die Produktionskapazitäten an grünem Wasserstoff noch stark ausgebaut werden, um den Wasserstoffhunger der Turbinen zu befriedigen.